Moin, meine lieben Leute, ich bin's, der Schanzen. Entschuldigung. Und heute machen wir weiter mit The Last of Us. Das letzte Mal, wo wir es gespielt haben, ist es tatsächlich schon fast ein Jahr her. Ich glaube, im Mai letzten Jahres haben wir die letzte Folge gespielt. Und genau da machen wir weiter. Das ist natürlich das Remake und wir befinden uns im Haus von irgendeinem Fremden und Ellie ist ja weggerannt, als ihr euch erinnern könnt. Oh, und wir gehen jetzt mal so und suchen sie. Hier ist nochmal unser guter Bruder. Sprich mit im Schlafzimmer Ellie. Das machen wir jetzt mal. Meinen, sie ist bestimmt oben. Lass doch mal hochmarschieren. Oh, guck mal, da sitzt eine Katze. Ne, eine Ratte. Das ist eklig. Gut. Lass uns mal mit Ellie reden. Man weiß auch nicht, wie es ihr geht. Das Mikrofon anders positionieren hier, damit das auch irgendwie ankommt. So. Darlings. Ach, guck mal, sie ist da hinten. Anschleichen und sie töten? Nein. Was? Los. Guck mal, was Ellie sagt. Haben Sie sich nur darum Sorgen gemacht? Jungs? Filme? Welcher Rock zu welchem Shirt passt? Das ist schräg. Steh auf. Wir gehen. Komm. Und wenn ich nicht will? Weißt du überhaupt, was dein Leben bedeutet? Hä? Einfach weglaufen, dich selbst in Gefahr bringen? Das ist ziemlich bescheuert. Na, dann sind wir wohl beide voneinander enttäuscht. Was willst du von mir? Gib zu, dass du mich die ganze Zeit loswerden wolltest. Tommy kennt das besser als... Vergiss es! Tut mir leid, aber ich vertraue ihm mehr als mir selbst. Hör auf mit dem Scheiß! Wovor hast du solche Angst? Dass ich so ende wie Sam? Ich kann mich nicht infizieren. Ich komme gut zurecht. Wie viele Beinahe-Unfälle hatten wir schon? Na, bis jetzt ist es doch ganz gut gelaufen. Und ab jetzt läuft es noch besser mit Tommy. Weißt du, ich bin nicht Was? Sie. Maria hat mir von Sarah erzählt. Ellie! Du bewegst dich hier auf verdammt dünnem Eis. Es tut mir wirklich leid für dich, Joel. Aber ich habe auch jemanden verloren. Du hast keine Ahnung, was Verlust heißt. Alle, die mir wichtig waren, sind entweder gestorben oder abgehauen. Alle? Außer dir, verdammt! Also sag nicht, dass ich bei jemand anders sicherer bin, denn das macht mir einfach nur noch mehr Angst, verdammt! Du hast recht. Du bist nicht meine Tochter. Und ich bin ganz sicher nicht dein Dad. Und ab jetzt gehen wir getrennte Wege. Lass das jetzt. Wir sind nicht allein. Oh. Zwei kommen gerade rein. Und da sind schon welche da. Okay. Lass uns die mal auseinandernehmen. Meine Seite ist nicht! Auch nichts! Die Waffe nehmen wir natürlich mit. Oder kam einer von unten gerade, habt ihr gesehen? Okay, das war natürlich... Das ging... Eskalierte schnell. Okay, egal. Wir müssen es anders machen. Ich war zu langsam, ich musste ziemlich schnell hinter ihm her. Den ihn gleich weg haben. Und der andere dann auch irgendwie keine Chance hat. Der von unten hochgekommen ist, der war auch ziemlich schnell. Ach, das war mein Typ. Komm schon! Das gibt's doch gar nicht. Also, wie unbeholfen kann man sein?
Das war wirklich unbeholfen. Okay. Das war echt dumm gerade. Jetzt schaffen wir es. Ziemlich sicher. So. Blöder Hyopai. Auf meiner Seite ist nicht. Dann sparen wir uns das Messer mal ein bisschen. Da kommt einer. Aber ich glaube, wir gehen in den anderen Raum rein, ne? Da ist er. So. Okay. Das Machetchen nehmen wir uns mit. Das können wir noch gebrauchen für irgendwas. Bleib da. Sei vorsichtig. Unten welche? Ich kann es nicht sehen. Da ist Ellie, okay. Mal runter balancieren. Irgendwo ist da doch so ein. Da, das sind sogar zwei. Also entweder killen wir die lautlos oder wir schießen sie ab, aber ich möchte auch ein bisschen Munition. Oh, es sind drei sogar. Verdammte Axt. Durchsuch diesen Raum. Er ist da links. Er ist da links. Sehen wir da drüben nach. Oh. Sieht sein Kollege noch jetzt, oder? Oh mein Gott. Leiter! Ausschwärmen! Okay. Keiner von denen gehört? Kann ich mir aber weit nicht vorstellen. Ja, keine Munition mehr, ist natürlich blöd, aber. Okay, alles sauber. Na gut. Hat er Munition hier liegen? Natürlich nicht. So ein Arschloch. Weißt du, er ist uns überfallen wollen und nicht mal Munition fallen lassen? Penner. Gut. War jetzt nicht so schwierig. Man kann hören, ich bin so leicht erkältet, ne? Gehen wir raus zu den Pferden. Ah, wer weiß, ob draußen hier auch noch Leute sind. Gucken wir mal. Oh oh. Die Schrotflinte ist leider leer. Brauchst du Hilfe? Geht schon. Na los. Er ist mal weitergeritten. Ach, das ist schon wie so ein kleiner Film alles, ne? Macht schon Spaß, da zuzuschauen auch. Und es sieht auch verdammt gut aus. Es sieht verdammt gut aus. Es ist natürlich eine kleine Kluft zwischen mir und... beziehungsweise zwischen Ellie und ihm. Hoffen wir mal, dass wir das irgendwie... beruhigen können. Das ist es. Das ist ja cool, eine kleine Stadt. Heute machen wir einen Kinoabend. Wo ist dieses Labor? Am anderen Ende. Universität von Ost-Colorado. Die Bighorns.
Ellie, runter vom Pferd. Gib es bitte Tommy. Ich würde es gern behalten, wenn es dir recht ist. Na los, ich sage es nicht nochmal. Was hast du vor? Naja, deine Frau macht mir Angst. Ich will nicht, dass sie wütend wird. Tut mir leid, dass ich das Pferd gestohlen habe. Ey, komm mit zurück und lass uns nochmal drüber reden. Ja, du kennst mich. Ich bin ein sturer Bock. Universität von Ost-Colorado. Und wie finde ich dieses Labor? Im Forschungstrakt. Sieht aus wie ein großer Spiegel. Könntest nicht verfehlen. Pass gut auf deine Frau auf. Du bist immer willkommen, okay? Alles klar? Alles klar. Adios, kleiner Bruder. Na los. Guck mal, hat er sich doch ans Herz gefasst. Gedacht, den kleinen Hayopai nehme ich doch noch mit. Mal sehen, ob ich es jetzt mache. Wenn man den vierten Angriff versaut, kriegt das andere Team den Ball. Genau, das ist ein Turnover. Und wenn man die 10 Yards schafft, ist wieder erster Angriff? First down, genau. Mann, wie kompliziert. Man muss es nur ein paar Mal spielen, dann weiß man das. Da sind wir. Okay, ich kann reiten. Gut. Ich muss schon rumreiten. So. Alte L und wir gehen wir. Okay, für mich sieht hier nichts wie ein Spiegel aus. Überhaupt nicht. Wir reiten zum Innenhof. Nicht mal ansatzweise, da sollten oder? Wir den Campus überblicken können. Hm. Nehmen wir mal da hinten. Ich weiß nicht, wo wir hin sollen. Wir reiten einfach mal so ein bisschen hier durch die Gegend. Guck mal. Sind ja wahrscheinlich immer so ein. Sind ja so natürliche Grenzen, die gesetzt worden sind, ne? Ach, oder? Denk ich. Huh. Ein Riesenwidder. Das hat ja schon fast was von okay, der los. Wenn es um Sport ging. Na klar. So, noch was gucken. Hey, da drüben. Ist es das? Sieht wirklich wie ein Spiegel aus. Das sieht wie ein Spiegel aus? Finde ich jetzt gar nicht so. Oder gucke ich falsch? Er meint aus da hinten, ne? Aber das sieht doch nicht aus wie ein Spiegel. Sorry. Also das Spiel jetzt nochmal in VR. Da würde ich mich drüber freuen. Ja. Wie man mitbekommen hat, habe ich in den letzten Wochen und auch lange VR gespielt. Wollte ich nochmal kurz erwähnt haben. Und aber es soll auch flache Spiele geben, die gut sind. Nein, gibt es natürlich. Und die behalte ich auch. Die möchte ich auch gerne weiterspielen. So. Wir müssen hier durch. Mit Pferd? Wie viele Leute sind da wohl? Fireflies meine ich. Es müssen einige sein für so ein Vorhaben. Ob wer in meinem Alter dabei ist? Ach, keine Ahnung. Ruhig, Kallus. Voll absteigen. Was ist Kallus überhaupt für ein Name? Du hättest Tommy ja fragen können, wie er halt. So. Link nach Runnern. Bleib beim Pferd. Ich schau mal. Bist du sicher? Ja, ich will nicht, dass er wegläuft. Bin gleich zurück. Da. Legen wir ein paar Sachen rum. Die können wir mal erstmal einsammeln. Waffen. Oh, kann ich. Warte. Nein. Das sieht mir zusammengepfuscht aus. Nehme ich trotzdem mit. Eine neue Waffe, ein Flammenwerfer. Den kann man immer gut gebrauchen. Ich liebe sowas. Na, ein bisschen zum Bauen nachher. Geht da dran. Wir mussten die Tür zum Generator im oberen Stockwerk verkabeln. Bitte sparsam benutzen. Wir haben bald kein Benzin mehr. Okay. Saft. Natürlich hast du keinen Saft. Wäre auch zu einfach gewesen. Warum geht das Kabel längs? Gut, ich will noch einmal ganz kurz gucken. Nein.
verschiedene Waffen, aber ich nehme jetzt mal nur die. Aber warum kann ich denn gerade... Wie lade ich denn nochmal nach? Das ist ja mal gleich direkt hauen. Oder gleich direkt hauen. Hä? Wie ist denn nochmal nachladen? Wie ist denn nochmal nachladen, Leute? Gleich hauen. Hä? Verstehe ich gar nicht. Wo war denn nochmal der Nachladenknopf? Ich habe noch 10 Schuss. Wie kann ich nachladen? Boah, ich weiß es nicht mehr. Ich muss nur kurz mal nachgucken. Warte mal. Das ist ja verrückt. So, Steuerung. Steuerung anzeigen, so. Nachladen, R2. Okay. Okay. War ja ganz simpel. Gut, dann lass uns mal weitergehen und gucken, ob wir diesen Dings finden. Oder wollen wir den Flammenwerfer einfach benutzen? Wenn wir ihn schon mal haben, will ich ihn auch benutzen. Okay. Das sind mehrere, wie man sieht. Vielleicht können wir die auch ein bisschen anders überwältigen. Oh ne, das sind richtig viele. Das ist einzeln zu überwältigen. Wird wahrscheinlich schwierig sein. Wir probieren mal. Kannst mir bei weitem nicht vorstellen, dass wir das schaffen, aber... Wow, das sind richtig viele. Okay. Munition. Was war das? Und Munition. Mag euch. Ihr seid nett. Munition. Alter, seid ihr gut. Gute Leute, gute Leute. Lass uns mal hier ein bisschen kontrollieren, ob wir hier noch irgendwas finden. Hier ist zumindest der Generator. Den können wir mal anschmeißen. Und... Ja. Das ist natürlich sehr laut. Eigentlich müsste der ja alle möglichen Leute anlocken, aber das tut er anscheinend gar nicht. Krass. Hey, check, Ellie. Ich habe überlegt, ich wäre gern Astronautin geworden. Tatsächlich? Ja, wie es wohl ist. Allein im Weltall zu sein? Ich glaube nicht so cool, wie man denkt. Glaube ich. Oh. Kann man auch machen, ich bleib bei Kalos. Ich hasse den Namen. Mist, der kommt nicht ran. Weil das Pferd im Weg ist. So. Na, komm her. Was ist mit dir? Was wolltest du werden? Oh. Ja, als ich klein war, wollte ich wohl Sänger werden. Ach, Quatsch. Nein, wirklich. Sing etwas. Nein. Na los, ich lach nicht. Das wird nichts. Joel, bitte. Sind das Affen? Ja, eine ganze Affen. Horde. Wollen wir uns angucken? Lustig. Mal ist zu ruhig aus hier, ne? Bin immer ein bisschen Angst, finde ich. Ich bereite mal hier links. Gehen wir. Yep. So. Hey da! Fireflies! Ach, das Symbol, ja, stimmt.
Ich seh's. Okay, dann sind die auf jeden Fall hier. Ein Zeichen der Fireflies. Das ist schon mal gut, ja. Da geht's nicht links? Hier links. Ah, der direkte Weg wäre auch zu leicht, ne? Es muss immer ein bisschen Umwege geben. Da kommen wir nicht durch. Hinten. Auch nett. Lass uns doch nochmal da reingehen und gucken, ob es da einen Weg drinne gibt, den wir nutzen können. Wahrscheinlich durch, ja, wahrscheinlich da durch, okay. Okay, und jetzt zum Tor. Das geht nicht, es hängt ja hier fest. Kein Witz, hängt fest, ah, guck mal. Das ist ja ein bisschen blöd, wenn du genau so einen Triggerpoint erwischt. Ich warte. Funktioniert bestimmt nicht, kein Strom. Typisch. Natürlich. Da ist es. Okay. Der bewegt sich nicht. Also die passt doch locker durch. Alter, guck dir an, wie dünn sie ist. Sie wird einfach durchschlüpfen können. Oh, kleiner Fehler hier. Pass gut auf. Du auch. Wo es gibt. Ah, eine Karte vom Campus, natürlich praktisch. Oben, wir werden hier überrannt, wir müssen die Barrikaden verstecken. Hier schlüpfen Infizierte durch, alle Steuer, okay. Nehmen wir mit. Wer weiß, wofür man es gebrauchen kann. Oh, hier. Nehmen wir auch mit, falls wir uns ein bisschen hochpushen wollen nachher nochmal. Hier noch ein paar Teile, ja. Perfekt. Ich hoffe, wir finden nochmal eine Werkbank. Dann können wir unsere Waffen nochmal verstärken. Hm, vielleicht. Gehen wir nach oben gucken. Ah, noch höre ich nichts. Was, Ellie nur? Ist noch höher? Nein, hier raus. Gehen wir in alle Türen rein. Vielleicht finden wir überall noch Sachen, die wir gebrauchen können. Also eventuell. Hier zum Beispiel. Haben wir ja eigentlich alles gebaut. Hier können wir auch was draus bauen. Molotow oder so. Mhm. Oh, hier sind kaputte. Eine kaputte Gitarre. Ah, perfekt. Gut für ein Messer oder für einen Angriff. 9 gottverdammte Monate gewartet und noch immer nichts. Kein Wort von niemandem. Ich habe im Speisesaal weitere Dosen mit Nahrungsmittel gefunden. Doch die reichen nicht lange. Kleiner Vorfall bei den Barrikaden im Ostflur. Aber immer noch alles sicher. Warte, lass uns zum letzten gehen. Jemand muss in die Stadt und weitere Vorräte besorgen. Okay. Wie lange ging das wohl gut? Na, nicht so lange anscheinend. Oh. Noch was. Ach, haben wir noch genug? Haben wir schon genug von? So, können wir denn schon was bauen wieder? Ja, mal gucken. Zumindest die kleinen Sachen können wir schon mal aufbauen, vielleicht. Medikit fertigen. Mal machen. Ah, verdammt. So. Brauchen wir auch noch einen von. Hier könnten wir noch was Cooleres. Wenn ich eine coole Waffe rausmache, machen wir einfach mal. Stärken wieder mal. Sehr gut. So. Raus hier. Ich will keinen. Eigentlich immer eine Waffe in meiner Hand, Feuerwaffe haben. Ja. Wir schleichen uns von Raum zu Raum. Eigentlich besteht das Spiel wirklich sehr viel aus Schleichen. Und dadurch wirkt es, glaube ich, auch so lang. Also es ist nicht künstlich langgezogen, also es ist schon künstlich damit langgezogen. Aber es ist nicht unspannend, weil man ja immer wieder voll auf der Hut sein muss. Und ich glaube, das ist das, was es so ein bisschen ausmacht auch. Das Ganze. Ist die Frage, warum schleicht man die ganze Zeit, ne? Im Endeffekt, wenn ein Gegner kommt, wird man es ja schon relativ schnell sehen. Achso, okay. Sporen sind natürlich immer kacke. Muss ich da runter? Wahrscheinlich. Okay, das sind mehrere.
mit Axt. Und Healer. War dumm. Ja, war dumm. Da hätte man sich durchschleichen sollen. Schleichen wir uns da mal durch. So war das natürlich echt ein bisschen blöd. Okay. Ich habe ja eigentlich ein Messer. Ich könnte die doch auch von hinten, aber der hat sich gerade gedreht in dem Moment. Blöd war. Ja. Ist auch ein großer da, wie man gesehen hat. Ja, jetzt können wir uns mal ranschleichen an den. Nein. Aufpassen. Er mich erwischt gleich. Ich muss ihn aber verbrennen. Ich will zu mal zu verbrennen. Hinten kommt er. So nochmal. Das war's, glaube ich, oder? Okay. Ein bisschen viel verballert, das gebe ich zu, aber was soll's. Wir haben es geschafft. Dann lass mal die Sachen einsammeln hier, die wir so finden können. Alles ist wichtig, alles mitnehmen. Oh, da noch mehr. Ja, krass. Echt immer viele. Guck mal, hier ist noch. Jo, hier ist sogar noch Patrone. Das auch noch mitnehmen. Eine Pfeile. Warum mit? Kann Ellie eigentlich auch bekommen, ne? Sie hat doch auch einen Bogen, meine ich, ne? Da muss sie die selber einsammeln. Kann ich ihr bestimmt geben. Mit der Tür komme ich auch mal. Ja. Gut. Tauschen brauchen wir nicht, aber wir können gucken, ob wir noch irgendwas machen können. Nein.
Soll ich was bauen hier? Nee, fehlt uns noch was. Da haben wir genug von. Brauchen wir nicht. Ich brauche nochmal wieder ein Schwert oder irgendwas. Oder ein Messer oder so. Ich dachte, da hinten war noch irgendwas. Warte mal. Ich meine, da lag noch irgendwas rum, was ich einsammeln konnte. Hier drin? Oder irgend so ein Baseballschläger oder irgend so ein Holzflock da, genau. Und diese Flasche, aber hier. Nehmen wir mit. Können wir daraus was bauen? Das fertigen wir noch mal ein bisschen besser an. Bam. Eine kleine süße Nahkampfwaffe. Jetzt raus hier aus dem sporenverseuchten Raum. Gucken wir mal. So. Natürlich. Drück. Na, es macht Sinn, das wieder zuzumachen. Man weiß ja nie. Da hängt noch ein Plan, den nehmen wir mit. Kann ich nicht? Kann man wirklich nicht. Das könnte ich jetzt einsammeln, aber das kann ich anscheinend nicht. Gut, lass mal gucken, was Ellie macht. Hier sind die Sporen ja sowieso egal. Hm. Halt. Bin hier durchgekommen. Gibt es hier auch noch irgendwas? Lieber noch nachschauen. Guck mal, da liegt auf jeden Fall noch ein Brief. Im Zug ist aktuell ein WHO-Bericht nach dessen Angaben durch die CGI in der Stadt gefunden. So ein Scheiß, niemand kommt. Ah. Ist da noch was? Die da sind auch nicht mehr die schönsten, ne? Auch nochmal feucht durchwischen. Hm. Ja. Nehmen wir mit. Oh, das ist voll. Okay, warte mal. Oh, hier. Nee, können wir nicht. Brauchen noch irgendwie davon ein bisschen was. Finden wir bestimmt auch hinten. Gut. Ich glaube, wir haben es geschafft, ne? Dann lass mal zurücklaufen. Und Ellie Bescheid geben und dann nichts wie raus hier. Beziehungsweise ab zum Spiegel. Ich hoffe jetzt mal, dass die den Generator. Oh, ich hoffe, jetzt passiert nicht noch irgendwas Großartiges. Ja, Infizierte, mir geht's gut. Hier, mach jetzt das Tor auf. Ja, ich muss das Ding jetzt mal mitnehmen hier, glaube ich. Okay, sollen wir zurückschieben hier? Schon Platz haben wir. Und dann das Kabel. Doch gerade eben aufgeleuchtet, das Kabel, oder bin ich jetzt blöd? Muss der Generator da ganz hinten hingeschoben werden? Oder muss gebracht werden? Ah, da ist irgendwas. Nein. Hä? So vielleicht? Ah, okay. Der macht das automatisch. Gut. Da haben wir auch nochmal anschmeißen, das Ding, ne? Wenn wir damit mal nicht Leute anlocken jetzt. Hoffe nicht. Was wird passieren? Versuchen wir es mal. Geschafft! Ja. Ach, das kippt jetzt einfach nur um das Tor. Auf sie drauf. Beende. Saubere Sache. Das. So. Gut. Die Klicker. Waren das Fireflies? Nein. Nein, ich glaube nicht. Gut, aber ich glaube, das war's jetzt für heute. Wenn ihr Bock habt, drückt nochmal drauf. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Würde mich freuen. Bis dahin. Ja. Tschüss. Das